So, hallo, das wird wieder eine dieser Aufnahmen, in denen ich eigentlich längst ins Bett sollte, aber jetzt dann doch noch aufnehme, damit es jetzt aufgenommen ist und ich es nicht morgen machen muss, beziehungsweise heute später, wenn ich aufgestanden bin. Irgendwann Nachmittag. Nein. Diesmal denke ich an die Musik. Diesmal denke ich an die Musik. Ich hoffe, ich krieg's dann auch im Partnamen vermerkt. Ab jetzt lassen wir hier Qmu nebenher laufen. Ich hoffe, dass es mich nicht zu sehr durcheinander bringt. Wir werden sehen. Ich habe eine tolle Qmu-Playlist. Die habe ich jetzt auch nochmal aufgestockt mit noch mehr Qmu-Liedern. Könnte passiert sein, dass jetzt ein paar doppelt sind. Spotify hat leider eine absolut schlechte Möglichkeiten, wie man Lieder vernünftig anordnen kann und schauen kann. Und naja, aber ja, deswegen kann es sein, dass manche Lieder doppelt vorkommen. Aber ich glaube, es sind, wie viele sind jetzt insgesamt in der Playlist? In der Playlist sind jetzt insgesamt, ja, okay, 165 Lieder. Wie gesagt, es könnte passiert sein, dass manche doppelt sind. Keine Ahnung. Weil einmal macht Qmu die in so eine Jahrescompilation und teilweise lädt er die aber auch einzeln hoch und dann habe ich jetzt ein paar Einzel. Ist ja wurscht. Ich starte einfach die Playlist und halt meine Klappe. Also nein, ich halte meine Klappe nicht, aber ich sage nichts mehr dazu. Wir hören einfach die Musik. So. Gut. Ich hoffe, die Musik bringt mich nicht zu sehr durcheinander, aber ich will auch einfach für euch so ein bisschen. Ja, ne, dass ihr auch so ein bisschen auch Musik mit habt im Hintergrund. Das ist vielleicht dann etwas angenehmer, als nur mein Rumgerätsel zu hören. So. Insofern. Starten wir mit Letterle. Buchstabenraten. Wie viel Glück werde ich haben? Also letztes Mal war es ja echt, ich glaube, der drittletzte Buchstabe war es. So, das kann eigentlich gar nicht sein. Okay, let's go. Kein G, J, K, D. Ich drücke einfach so ein bisschen querbeet, ne? Ich versuche halt nichts doppelt zu nehmen, was ich schon hatte. Und ab der Hälfte so habe ich halt Pech. Ja, ich habe schon wieder Pech. Es ist doch unfassbar. Es ist doch unfassbar. Ach, komm schon. Danke. 19 Guesses. Okay, bisschen mehr Glück als beim letzten Mal, aber immer noch insgesamt eher Pech. Kannst nichts machen. So. Wörtel auf Deutsch. Fangen wir damit an. Also machen wir damit weiter, wollte ich sagen. Super. Ich kann nicht schreiben. Wieso kann ich? Hallo? Jetzt reagiert die Tastatur nicht. Ah, jetzt. Super. Okay, da ist das U und das E. Das ist ja hier ein starker Start. Und okay, das S ist dabei, aber nicht am Anfang. Use? Use? Also ich meine, ich wüsste ein Wort. Ich muss es ausprobieren. Ich meine, es ist ja auch ein normales Wort. Ja, und wenn es das Wort halt sogar ist. Ich war jetzt echt so, soll ich das drücken? Es wirkt dann so primitiv, wenn man daran denkt. Ja, aber wenn es das Wort halt sogar ist, was soll ich tun? Was? Jetzt nicht noch irgendwas anderes mit USE gegeben? Ich habe halt echt sofort daran gedacht. Ich wüsste jetzt auch spontan nichts anderes. Aber wie gesagt, wenn es das Wort halt ist, was soll ich tun? Das ist halt so. So, super. Mann, lass mich tippen. Was ist denn das hier? So. Zack. So. Okay. Geht was mit Uhr? Nee, eher nicht so. Urban. Urban? Jawohl. Okay. Das N ist da hinten sogar und U und R ist nicht so da vorne. Interesting. Was ist das für ein Lied? Title Theme von Chess Jack Rabbit. Okay. Nie gespielt. Hat dir das jemand von euch gespielt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, es könnte mit URN aufhören. UN.
URN aufhören oder RUN aufhören? Was hört denn mit RUN auf? Nee, eher weniger. Sagen wir mal, es hört mit URN auf. URN, also was kommt vor Uhren? Nee, irgendwie passt das auch nicht so wirklich. Nee. Okay, wo könnte das U und das R noch stehen? Also der Punkt ist ja, das U muss ja einer von den letzten beiden Buchstaben sein. Ja, und das R könnte noch der Startbuchstabe sein. Ja, es muss gar nicht, UR muss gar nicht zusammen sein. Das ist der Punkt. UR muss gar nicht zusammen sein. Ich packe jetzt R mal an den Anfang. Und dann gucken wir mal. Habe ich noch einen anderen Vokal eigentlich? Ich habe O noch, ne? Ro. Rolun, Rotun, Rosun, Rodun. Nee. Nee, irgendwie ist es komisch. Oh, aber wo könnte es denn sonst sein? R. Wenn R nicht am Anfang ist, müsste R ja auch in dieser Mitte sein. Und dann müssen ja doch U und R in der Mitte sein. Also in dieser. An diesem dritten und vierten Stelle. Wie könnte das zusammenpassen alles? Bin ein bisschen überfragt. Oh Leute, ich bin dumm. Das ist übrigens, was ich meinte, als ich sagte, ich bin müde. Ich bin im Englischen Wörtel, ich denke an deutsche Wörter. Ach, ich lost Kopf. Okay, es hört mit URN Öhren auf. Ich bin voll im Englischen Wort. Ich bin. Oh mein Gott. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, URN. Jetzt nochmal von vorne. Es tut mir leid. Oh, war das dumm. Wahrscheinlich, weil Super und Urban halt so. Nee, bin ich im. Ich bin schon im englischen Wörtel jetzt drin, ne? Ja. Deutsch habe ich ja schon hinter mir. Das war ja Busen. Und weil Super und Urban halt beides so noch englische, deutsche Wörter auch gleichzeitig sind, war ich so voll auf, okay. Ich bin noch im deutschen Wörtel. Ich war jetzt einfach 3 Minuten oder 4 Minuten noch gedanklich im deutschen Wörtel. Völlig lost. Völlig lost. Okay, dann nochmal. Es könnte auch mit ran aufhören. Ich wüsste nicht. Ich sehe keine guten Optionen. Dann kann es ja doch mit R. Warte, jetzt nochmal ganz neu. Jetzt muss nochmal alles. Oh mein Gott, round. Nee, round geht nicht. Das ist das N an der falschen Stelle. Aber dann kann trotzdem Ruhe. Nee, da wüsste ich jetzt nicht. Nee, da wüsste ich jetzt nicht, wie das weitergehen kann. Nee. Wie kriege ich das U unter? O und U, sag ich schon. O habe ich ja gar nicht bestätigt. U und R.
Grusen. Das wird es auch nicht geben, das Wort Un. Noch nie gehört. Dann wird es wohl nicht zu starten. Aber ich wüsste auch nicht. Oh Mann. Okay, wir nehmen jetzt erstmal irgendein Wort, wo das R und das U woanders ist. So, ich mache jetzt mal Round, ist mir jetzt wurscht. Okay, es ist tatsächlich ein U am Start. Okay, O, U, dann kommt irgendwas, dann kommt das N. So, das R ist jetzt aber auch nicht vorne, dann ist das R, okay. O, U, R, N haben wir jetzt schon sicher. Murren gibt es. Ja, okay. Also, das war... Ich war hier wieder so lost, weil ich dieses Englisch-Deutsch-Ding gemacht habe, ne? Völlig, völlig verloren. Komm, dann starten wir gleich mit Muren. So, oh, das, guck mal, hier hat sich auch wieder ein bisschen was aktualisiert. Das ist jetzt hier der Ding, den man macht, ist größer und die anderen sind okay. Interessant, interessant. Gut, dann machen wir Coins. Da ist jetzt... Ne, warte, da ist das O schon... An der gleichen Stelle vor allem. Das ist nicht so klug gewesen. Dann machen wir Super. Nee, da, ja, wobei, da ist das U jetzt auch mal wo an. Aber das U ist nirgends dabei. Dann ist Super eigentlich auch nicht so die beste Idee. Dann machen wir mal... ich würde gern was, wo das E jetzt noch... vorkommt. Warte, Brief. Das geht. Davon habe ich auch noch... Da habe ich nur das R und das R kommt zweimal vor. Das R muss ich also auch an einer anderen Stelle kontrollieren. Haben wir jetzt irgendein R gewonnen? Nein, die sieht nicht so aus. Aber wir haben zwei Stellen gewonnen, wo das R nicht ist. Okay, Brief. Welcher Vokal fehlt jetzt noch? Das A fehlt noch. Okay, das L haben wir noch nicht drin, P haben wir auch noch nicht drin. Das E kann ich jetzt noch kontrollieren, ob es an einer anderen Stelle stehen könnte. Okay, wir haben einiges gewonnen, würde ich mal sagen. So. Gut. Wo haben wir denn die meisten Buchstaben? O, I, E, N und I und E sind schon fest. Okay. Das heißt IE. Da ist noch ganz schön viel möglich. Ja gut, ich meine IOE klingt komisch. Also wird es wohl INE aufhören. Aber dann müsste es mit O anfangen. Jetzt gibt es eine Option, dass es mit O anfängt. Ich meine, das N könnte auch vorne sein. Ah, Neues. Wir haben S noch nicht kontrolliert. Okay, ich muss Neues ausprobieren. Wir haben S noch nicht draußen. Okay, S ist jetzt draußen. Und N ist nicht vorne. Okay. N ist nicht vorne. Dann muss N... Ach so, N ist da, wo das O ist. N wird da sein, wo das O ist. Also haben wir nie irgend...
Aber dann müsste, also wenn wir das so haben, nie irgendwas E, müsste das ja mit Oni anfangen. Also Oni und jetzt kommt irgendwas E. Gibt es da eine Option? Oneid? Nein. Oneik? Nein. Onive? Onir? Nee. Ich wüsste, also das sieht alles so japanisch aus. Oneik? Oneif? Oneix? Oneis? Nee, also das ist es wahrscheinlich dann eher nicht, ne? Okay. Das heißt dann aber, es startet nicht mit O. Dann muss das O ja doch zwischen I und O und E. Das ist aber auch ganz komisch. Nee, dann muss das N woanders sein. So, dann ist das N trotzdem zwischen I und E. Was kann ich denn da dazwischen packen? Urtine? Gibt's das? Nein. Ogine? Ohine? Onine? Odine? Ovine? Ich wüsste auch nicht, was da jetzt für ein Wort kommen soll. Oxine? Ovine? Okay, Ovine gibt es. Was ist das denn? Owain. Dann muss aber das das Wort sein, ansonsten wüsste ich nicht. Ansonsten wüsste ich absolut nicht. Ja, okay, es ist Owain. Was immer das heißt. Gut. So, jetzt sind wir hier oben aber schlauer. Wir haben gerade ein V dazu gewonnen. Wir haben ein E ganz hinten, wir haben ein V irgendwo, ein R, entweder erste oder dritte Stelle und wir haben ein A nicht am Anfang. Okay. Dann lasst uns das mal irgendwie kombinieren. Revre. Nein. Haben wir bei den anderen mehr Möglichkeiten? Warte, wir haben ein M, wir haben ein A, wir haben ein R, ein E, ein L. Wir haben hier alle Buchstaben. Wir haben hier alle Buchstaben, aber keiner ist an der richtigen Stelle bisher. Das ist natürlich ärgerlich. Das sind ärgerliche Momente. So. Okay, wie könnte ich die kombinieren? Ram. Nee, das E darf nicht dahin. Okay, das E muss am Anfang sein. Dann lass es mal ganz am Anfang packen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, glaube ich. Emras gibt's nicht. Emsare gibt's auch nicht. Warte mal, Weems. Es ist denkbar, das R ist an der richtigen Stelle, das E ist auch an einer richtigen Stelle, das A ist auch an einer erlaubten Stelle, das M auch und das S auch und alle kommen vor. Weems. Okay. Okay, wie kann ich Weems noch zusammenbasteln? Ich meine jetzt, warte, jetzt muss das R dritte oder fünfte Stelle sein. Vielleicht kann ich es jetzt ja per Ausschlussverfahren machen. Das R muss dritte oder fünfte Stelle sein. Das E muss erste oder dritte Stelle sein. Damit konkurriert das E schon mit dem R. Das A muss zweite, vierte oder fünfte Stelle sein. Das M muss auch zweite, vierte oder fünfte Stelle sein und konkurriert damit mit dem A. Und das S muss erste, zweite, dritte Stelle sein. Okay. Starten wir mal mit S. Jetzt darf kein R und kein E kommen. A. Jetzt darf nur kein A kommen. M. Jetzt brauche ich noch E und R. Beides darf ich nicht. Ich muss E vorne und bekommen. Sie. Sirem gibt es auch nicht. Interesting. Könnte man Reams noch anordnen?
Mit S oder E müssen wir starten. Vielleicht starten wir mal mit E. Jetzt muss S in einen der beiden nächsten kommen. Und Mama S kommt jetzt. Was ist das nicht gerade für ein geiles Lied? Quemnay. Oh, das ist eine eigene Komposition von ihm. Quemnay, Quemnay. Oder hat es noch nicht zugeordnet damals zu einem richtigen Lied? Weil es ist in World 1 drin. Das müsste dann schon irgendwas sein, was es gibt. So. S. Nee, mit S kann es nicht. Also weiß ich nicht. M. Aber jetzt muss schon das S kommen. Dann sind wir wieder bei diesem Emsa oder Emsra. Das kann ja auch nicht sein. Schwierig. Ich würde sagen, es geht nicht mit E los. Aber wenn es nicht mit E losgeht, kann es ja nur noch mit S anfangen. Oh, gibt es Seima? Nein. Schade. Ach so, dürfte ich auch gar nicht, weil das eh. Aber jetzt darf das eh ja gar nicht kommen. Stimmt, Moment. Wenn das S hier ist, muss das eh jetzt in der Mitte sein. Geht gar nicht anders. Smir! So, das Problem ist, wenn es Smir nicht ist, lasst mich kurz kontrollieren. S passt, M passt, E passt, A ist Allah. Oh mein Gott, A muss da stehen, weil MSER ist ja schon raus. Oh mein Gott, A muss an der Stelle stehen. Gut, dass ich das jetzt erst sehe. Ja, doch. Doch, das wird passen. Stabil. So, jetzt haben wir hier oben auch ganz viel gewonnen. Und zwar, wir haben hier ein M, wir haben ein R, wir haben ein E, das E ist sogar schon an der richtigen Stelle gelandet. Und das R ist auch schon an der richtigen Stelle gelandet. Okay. Achso, mehr haben wir aber noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viele Buchstaben, die übrig sind. Aber ich muss jetzt richtig liegen. Ich muss jetzt richtig liegen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wo ich eher raten kann. Hier drüben haben wir A, V, R, E. Hier haben wir einen Buchstaben mehr. Okay. Okay, hier haben wir einen Buchstaben mehr. Dann probieren wir da drüben erst. Und da ist das E hinten fest. Na, wir können auch beide überlegen gleichzeitig. Nein, das M ist ja hier auch schon fest. Hey, wait. Wir haben hier ja schon alles. Huch. Meter. Meter. Das würde passen. Die sind ja alle schon grün hier. Der ist grün, der ist das M, das ist das E, das ist nochmal ein E, das ist das R. Meter. Gibt es was anderes, was ich dazwischen packen könnte? Meder, Mixer, Meger, Meher. Nee. Wir nehmen den Meter. Scheiß drauf. Stabil. Okay. So. Jetzt habe ich den letzten Rateversuch noch für die Geschichte hier. Also, E ist ganz hinten. R muss in der Mitte sein. Auch geil. R muss in der Mitte sein. A muss an der zweiten Stelle sein. A muss an der zweiten Stelle sein. Dann muss V an der ersten Stelle sein. V, A, R. Jetzt fehlt mir noch ein Buchstabe, bevor das E kommt.
VAR. Das Blöde ist, ich glaube, wir bekommen mehrere Möglichkeiten wieder. Gibt's Varch? Nein. Zvarie? Nein. Barke? Nein. Barhe? Nein. Oh, vielleicht bekommen wir doch nicht so viele Möglichkeiten. Ah, V selbst nochmal. Ist nicht ausgeschlossen, ne? Zweimal V ist nicht ausgeschlossen. Was soll es denn noch geben? Warde? Gibt's Warde? Gut, nein, gibt's auch nicht. Ja, dann bleibt eigentlich nur War. Ja, nice, es bleibt eigentlich nur Warve. Wünscht mir Glück. Karve. Schade. Aber es V war, glaube ich, nicht vorne ausgeschlossen. Ich hätte es, glaube ich, nicht. War das C irgendwo schon mal gelb? Nein, ne? C hatten wir noch nicht. C hatten wir noch nicht. Nicht, dass ich da irgendwie Mist baue. Nee, ich glaube, C hatten wir noch nicht. Okay, Karve. Karve. Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Es läuft da gerade wieder für eine coole Musik. Burning Town von Shantae. Oder Shantae. Oder wie auch immer man das. Dieses Piratenspiel ausspricht. Okay. So. Eieieiei. Gut, dann lasst uns mal kurz ins Global gehen. Ist Global überhaupt schon neu? Weiß es gar nicht. Oh, jetzt hängt wieder alle nicht. Zum Glück können wir jetzt Musik, während es hängt. So, ja, meine Romania, das war komplett lost. Komplett lost war das. Okay. Wir starten mal mit Brasil. Mal was Neues. Okay, das war nix. Dann gehen wir doch wieder nach Europa. France. Ah, ist ein bisschen heller. Aber nur ein bisschen. Nehmen wir mal Iran. Okay, nee. Ist es eigentlich wirklich heller? Oder ist es einfach nur. Doch, das ist, glaube ich, schon ein bisschen heller. Also dunkler. Aber nicht stark. Nehmen wir mal Italy. Italy. Egypt. Oh je, oh nee, wir bewegen uns da runter irgendwo. Madagaskar? Nee, da wieder nicht mehr. Eieieiei. Aber es fühlt sich an, als ob wir hier runtergehen. Das ist nicht gut. Ich probiere mal Tansania. Das weiß ich zumindest, dass das da irgendwo ist. Invalid County, ne? Wie schreibt man jetzt Tansania? Mit Z? Ja, aber ist auch nicht so ganz. Okay, irgendwie da dazwischen. Oh nee, da weiß ich doch über erst recht nicht mehr, wie die ganzen Dinger heißen. Ist da nicht irgendein Guinea? Oh, okay, das ist da, aber das ist jetzt auch dunkler. Oh nein! Oh nein! Die weiß ich doch nicht mehr, die Teile hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was gab's denn alles? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was gab's denn da alles für Zeug? Ich mach jetzt mal kurz Nicaragua. Nee, Nicaragua, Quatsch, das war da in den USA. Ich bin doof. Oh Gott, Leute. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das sind genau die Länder, die ich nicht. Oh nee. Ich habe so ein paar gedanklich vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Da gab es so ein längliches Land. Das war da irgendwo so ein längliches Ding, was ich immer den Namen vergessen habe. Aber mir werden doch noch irgendwelche Namen davon einfallen. Oh mein Gott. Was war denn da alles?
Mir fällt nicht eins gerade ein, nicht ein einziges. Das ist peinlich. Was war denn da alles? Oh mein Gott, ist das gerade. Ghana. Ach, jetzt hat er wieder nicht mal. Jetzt hängt er wieder. Ich hasse es. Ja, Ghana ist nämlich hier und ist bunter. Das ist schlecht. Weil das geht dann mehr in die Richtung. Oh nee, was ist denn da alles gewesen an der Küste zum Beispiel? Was ist denn da alles? War da nicht irgend... Ich mach mal kurz Ecuador. Ich weiß, dass Ecuador hier nicht ist. Aber genau, auf der Höhe vom Äquator... Richtig, da war doch hier so ein anderes Ecuador-Ding. Wie hieß denn das? Oh, hier ist die Dominikanische Republik und so. Oh, warte, Dominica. Ich mach mal Dominica. Schreibt man das so? Oh, das war da drüben. Ups. Irgendwo da. Wo auch immer der ist jetzt markiert. Ach, er hängt wieder. Ich kotze ab, ey. Wo auch immer der mit Dominica. Mann, er hängt sofort wieder. Was ist denn das mit diesem Global? Kann ich da irgendwie sagen hier? Oh, nein, wollte ich nicht. Alter, das regt mich auf, ne? Ah, das gehört auch zu Ecuador. Interessant. So. Aber was ist denn in die Richtung alles noch gewesen? Oh, Schande. Was war denn hier so? Was war denn hier so? Oh, nee, das sind... Oh, nee. Ich bin so schlecht, dass ich mir das nicht merken kann. Was waren denn da für Länder? Alter, ist das schlecht. Ich komm auf nichts. Ich komme gerade auf gar nichts. Ich meine, klar, da unten ist Südafrika, aber... Das wird wieder zu weit weg sein, ne? South Africa. Wir können es mal markieren. Ja, das ist viel zu weit weg. Es ist irgendwo da. Am Ende ist es genau dieses andere Ecuador-Dings, was ich... Aber mir fällt nicht mehr ein, wie es heißt. Warte, ich mach mal die Dominikanische Republik. Dominican... Schreibt man das so? Republic? Schreibt man das irgendwie so? Hä, die ist da? Bin ich jetzt komplett dumm? Was ist denn dann da drüben? Was ist denn... Hier war doch auch irgend so eine Republik. Ah, warte, Kongo. War da nicht Kongo? Invalid Country mit C? Kongo? Ah, genau, das war hier nämlich. Republic of the Congo. Oh, was war denn neben der Kongo? Mann, da ist es. Irgendwo da ist es. Scheiße. Ich muss auf die Karte gucken. Es tut mir leid. Ich muss auf die Karte gucken. Mir fallen die Namen nicht ein. Das kann ich nicht ändern. So, PokeWiki geht mal kurz flöten hier. So. Okay, Weltkarte. So. Hallo? Ach so. Ja, wieso geht denn das nicht auf? Ah, jetzt.
Oh, Nigeria, ich bin so schlecht. Ich bin so freaking schlecht. Nigeria. Das ist es nicht mal. Aber dann ist es da dazwischen vielleicht. Oder mehr in die Richtung. Könnte noch ein bisschen weiter sein. Aber was ich meinte, ist dieses Eck da. Äquatorialguinea, genau das meinte ich. Äquatorialguinea, weil das hier auch mit dem Äquator zusammenhängt. Das wusste ich noch, aber ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Aber das war eins, was ich ausprobieren wollte. Äquatorialguinea wollte ich ausprobieren. Äquatorial Guinea, aber das wird es nicht sein. Oh, hängt die Karte wie. So zum Kotzen. Nee, das ist es nicht. Dann probieren wir mal Benin. Das habe ich auch gerade gelesen. Es war Benin. Ja, Mensch. Puh, schwieriges Global mit den Namen. Oh, ich weiß, und weil ich mich halt in Afrika nicht so gut auskenne. Wir müssen mal wieder das World Geography Quiz nachholen. Müssen wieder paar Namen lernen. So, Nördel. Da läuft's zumindest. Nördel läuft. Nördel enttäuscht mich nicht. So, 45 minus 39 ist nämlich gleich 06. So. Mal gucken, was da los ist. Okay, wir haben das Minus an der richtigen Stelle. Es ist gleich interessanterweise nicht. Das heißt, wir ziehen von etwas Zweistelligem ziehen wir etwas ab und könnten. Ja, was Dreistelliges schon mal nicht bekommen, also wird es wohl was Einstelliges sein. Ergibt das Sinn? Dann müsste ich aber ja. Nee, das ergibt so noch keinen Sinn. Also hier muss auf jeden Fall eine zweistellige Zahl stehen, das ist schon mal klar. Vorne. Dann. Wir haben ganz viele Zahlen schon mal rausgeschmissen. Das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt mal von der Überlegung her. Wenn ich von einer zweistelligen eine einstellige abziehe, eine dreistellige kann kein Ergebnis sein. Zweistellig ist aber auch nicht erlaubt. Also muss das Ergebnis ja einstellig sein. Aber dann hätte ich ja hier drei. Ah, doch, ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß, was ich machen kann. Wir machen. Wir machen dreimal. Nee, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Wir machen 37 minus. Und dann nämlich, genau, und dann nämlich eine Multiplikation. Minus 3, nee, das geht nicht an der Stelle. Wir machen 38 minus, nee, das ist auch zu viel. Wir machen 28, wir machen 23 minus. Lass mich kurz rechnen. Minus 2 mal 8. Und dann wäre das Ergebnis 7. So, das würde funktionieren. Spricht im Moment nicht gegen irgendwelche Sachen, die wir hier vorher stehen hatten. Okay, das Ergebnis ist 7, aber komplett ohne Zweier und Achter und nur mit 1, 3, 7. Okay, ja gut. Und die 3 ist auch nicht an der Stelle. Okay, dann sagen wir halt mal, weiß ich nicht, 31 minus. Ja, das funktioniert schon nicht. Minus 7 mal 3. Oh, es ist kein Mal. Wait.
Oh, dann muss ich zweimal abziehen. Ah, okay. Ah, oh, nee, doch, doch, verstanden. Ich muss ja auf 7 kommen. Ja, ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Wir haben 17 minus 7 minus 3. Okay, Moment. Jetzt bin ich wieder frech. Jetzt bin ich wieder frech. Dann ist die 3 trotzdem an der Stelle erlaubt. Weil minus 3 minus 7 ist das gleiche. Na, am Ende ziehe ich 10 ab und es kommt 7 raus. Dann muss das so erlaubt sein. Ich will jetzt ganz frech extra die 3 dahinsetzen, damit er die verdrehen muss. Wieso ist das jetzt fa. Jetzt ist keine 7 mehr an der Stelle. Warte, dann machen wir 13 minus 3 minus 3, oder wie? Ah, okay, das geht auch. Ja, Moment. Hä, hey, aber der sagt doch, die 3 darf da nicht stehen. Hä, bin ich jetzt doof? Der sagt doch, die 3 darf da nicht stehen. Also jetzt geht ja nur noch 13. Ne, 11 würde noch gehen. Okay, 11 minus 3 minus 1 ist gleich 7. Würde auch noch gehen. Ich will die 3 hier durchboxen. Ich will, dass der das umdrehen muss nachher. So. Hast du davon? Hier, minus 1, minus 3 am Arsch. Die 3 hier war vollkommen richtig. Die 3 hier war vollkommen richtig. Okay, sehr gut. Aber so viele Einser, ne? Wahnsinn. Gut. Simmandel habe ich keinen Bock. Bin ich ganz ehrlich. Simmandel habe ich jetzt keinen Bock mehr. Und ich glaube, ich habe mich jetzt auch schon genug blamiert. Wir lassen Simmandel heute mal aus. Wahrscheinlich wäre es gerade heute ein leichtes, aber nee. 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 Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, mit Musik ist es ein bisschen angenehmer, auch wenn jetzt heute wieder ein besonderer Lost Part war. Ich habe an manchen Stellen ganz schön mich blöd angestellt. Aber ja. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüssikowski.